Gegenstandsnummer SCP-2287. Objektklasse sicher. Spezieller Haltungsprozess. SCP-2287 muss in Halle von Standort eingedämmt werden. Die Maske von SCP-2287 darf nur für autorisierte Tests entfernt werden. SCP-2287 benötigt keine Nahrung, kann aber bei Bedarf mit Weihrauch versorgt werden, sofern es sich gut benimmt. Literatur, welche SCP-2287 zur Verfügung gestellt wird, ist in Blindenschrift zu übersetzen. Beschreibung: SCP-2287 ist ein kopfloser, humanoider weißer Mann, der mehrere anormale Eigenschaften aufweist. Die auffälligste ist, dass er trotz seines fehlenden Kopfes als ein lebendes Wesen funktionieren kann. Die Worte Mr. Headless from Little Misters bei Dr. Wondertainment sind auf den unteren Rücken von SCP-2287 tätowiert. Der enthauptete Halsstumpf ist mit gesunder Haut bedeckt. Eine Röntgenuntersuchung hat gezeigt, dass der Halsstumpf nur die unteren vier Halswirbel aufweist, doch gibt es keine Anzeichen auf eine Beschädigung der Wirbelsäule. Zu den kopfbasierten Funktionen, welche SCP-2287 emulieren kann, gehören Denken, Hören und Riechen. Es kann sprechen, hat aber nicht die Fähigkeit gezeigt, die normale Tonalität einer menschlichen Stimme zu reproduzieren. Außerdem behauptet es, blind zu sein. Es isst und atmet nicht und hat angegeben, dass seine Energiequelle, Zitat, eine Art verstärkte Photosynthese oder so etwas in der Art, Zitat Ende, sein könnte. Siehe Befragungsprotokoll 2287-41-B. Eine direkte visuelle Beobachtung von SCP-2287s Kopflosigkeit ist nicht möglich. Personen, die versuchen, dies zu beobachten, werden stattdessen kopflose Versionen von sich selbst wahrnehmen, wie sie aus der Perspektive von SCP-2287 gesehen werden. Solche Personen beschreiben, dass sie sich, Zitat, losgelöst von sich selbst fühlen, sind jedoch noch immer in der Lage, die Bewegung ihres eigenen Körpers zu kontrollieren, wenn auch mit Schwierigkeiten. Dieser Effekt tritt nicht auf, wenn SCP-2287 mit jeglichen anderen Mitteln als dem menschlichen Auge betrachtet wird. Die Kopflosigkeit von SCP-2287 kann per Live-Videoübertragung in fotografischen Abzügen, in Spiegeln und durch Fenster oder Linsen beobachtet werden. Personen, die sich einer radikalen Keratotomie unterzogen haben, konnten die Kopflosigkeit nicht beobachten. Personen, die sich einer Kataraktoperation unterzogen haben, standen bisher für Tests nicht zur Verfügung. Bewegungsmelder und ähnliche Überwachungsgeräte zeigen in ähnlicher Weise an, dass SCP-2287 kopflos ist. Trotzdem ist SCP-2287 in der Lage, Aufgaben auszuführen, für die ein Kopf erforderlich wäre, wie zum Beispiel das Tragen von Kopfbedeckung, wie Masken, Hüten, Schals, Kopfhörer, Nasenstöpsel, Ohrstöpsel, Ohrringe, Brillen, Lippenstift und Haarspangen. Für eine vollständige Liste der Artikel siehe Dokument 2287-N12. SCP-2287 wurde am 24. November 2000 in Wisconsin entdeckt, nachdem eine beträchtliche Anzahl Meldungen von Bürgern angetroffen sind, in denen die anomale Auswirkung von SCP-2287 beschrieben wurde. Die Zeugen wurden einer amnestischen Behandlung unterzogen und SCP-2287 wurde ohne Probleme eingedämmt. Befragung 2287-5. Protokollbeginn. Guten Abend, SCP-2287. Hallo, Dr. Howard. Was steht an? Mehr Hörexperimente? Nein. Eigentlich handelt es sich heute Abend eher um ein Interview. Wir haben uns zum Beispiel gefragt, was Sie uns über Dr. Wondertainment erzählen können. Oh. Okay. Ich werde Ihnen sagen, was ich weiß. Aber ich habe Sie nie wirklich gesehen. Wissen Sie? Wegen der Sache mit der Blindheit. Aber Sie haben mit ihr interagiert. Mit wem? Oh, Dr. Wondertainment. Ja, ein verdammt netter Kerl. Die meiste Zeit zumindest, glaube ich. Er hat ein paar wirklich verrückte Ideen. Zum Beispiel, was er mit mir vorhatte. Sehen Sie... Moment. Zuerst sagen Sie
Und dann sagten sie er. Was? Zuerst erwähnten sie Dr. Wondertainment als eine Frau, dann als ein Mann. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Wie Dr. Wondertainment als eine tatsächliche Person? Was meinen Sie damit? Sie verwirren mich. Aber Sie sagten gerade... Nein, es tut mir leid. Ich muss mich verhört haben. Mein Fehler. Nun, okay. Für eine Minute hat Ihre Aussage null Sinn ergeben. Und Sie nennen mich kopflos. Gut. Wenn man lange genug für die Foundation arbeitet, entdeckt man viele Situationen, die nicht ganz sinnvoll sind. Sie sagten aber, dass Wondertainment etwas Bestimmtes für Sie vorgesehen hatte? Oh, ja, genau. Nun, im Grunde genommen, Sie wissen doch, dass es während spezieller Feiertage spezifische Produkte zum Thema des entsprechenden Feiertages gibt. Ja. Also, grundsätzlich bin ich ein Halloween-Special. Können Sie mir folgen? Das war's? Ja. Wie ich gehört habe, wollten Sie ursprünglich Sweetie für Halloween einsetzen, aber ich weiß nicht. Irgendwelche Firmenmüll, Führungskräfte, die sich gegenseitig sabotieren. Sie wissen ja, wie das läuft. Also bin ich der Ersatzplan. Setzen Sie mich auf die Veranda, ich stelle mich tot und dann, wenn die Kinder vorbeikommen, buh! Und ich setze mich auf und winke Ihnen mit meinen Armen zu, zeige Ihnen meinen Stumpf. Schau mal, jeder ist ein kopfloses Monster. Taumle herum, ra, ra. Das volle Programm. Dr. Wondertainments Mr. Headless. Gruseliger Halloween-Spaß für die ganze Familie. Ich verstehe. Und sind Sie Spaß für die ganze Familie, frag ich mich? Nun, ich denke schon. Im Großen und Ganzen. Ich meine, ja. Die Leute haben mich gefeiert. Was toll ist, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber ich habe es selbst nie wirklich verstanden, wissen Sie? Ich sitze da, ich stehe auf, ich stehe herum... Ich wedle mit den Armen und das war's dann auch schon fast. Aber die Leute haben Angst und sie haben Spaß. Und das reicht mir. Jedenfalls war es so, bis ihr mich in die Finger gekriegt habt. Könnte schlimmer sein, schätze ich. Gefiel es Ihnen zu unterhalten? Vermissen Sie es? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ja, es könnte ein bisschen langweilig werden, wenn ich herumstehe, herumsitze und darauf warten muss, dass die Leute kommen... Aber es war wirklich toll, die Reaktion von allen zu hören. Und das an Halloween. Es ist schon komisch, dass die Leute nur an einem Abend im Jahr beängstigende Sachen lustig finden, wissen Sie? Egal, wie viele Jahre ins Land ziehen, sie ändern ihre Meinung nur an Halloween. Sind Sie der Einzige, der Einzige an einem Festtag angepasste, Hey, Sie können mich Little Mister nennen. Das stört mich nicht. Das ist, was ich bin. Das stimmt wohl. Es klingt nur... Naja, für mich klingt das etwas infantilisierend. Das sind die Namen, von denen Dr. Wondertainment sagte, dass sie uns gehören. Also wurden wir so genannt. Aber ja, ich bin der einzige Little Mister, der einem Feiertag gewidmet ist. Zuerst plante Dr. Wondertainment mehr von uns. Ich erinnere mich, dass sie all diese Ideen für Mr. Ramadan und Miss Maslenitsa und Mr. Diwali und Miss Yom Kippur und Mr. Hogmanay hatten. Aber sie hat nie einen von ihnen umgesetzt. Nur mich. Wie fühlen Sie sich deswegen? Habe nie darüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ich denke, vielleicht hatte er entschieden, dass ich interessanter bin, wenn ich der Einzige meiner Art bin. Oder vielleicht hat er einfach seine Meinung bezüglich Feiertagssachen geändert. Er änderte seine Meinung oft, wissen Sie? Das kommt dabei heraus, wenn eine ganze Gruppe an Unternehmensidioten zusammenarbeiten und Entscheidungen gegeneinander fällen. Das ist der Grund, weshalb ich Mr. Headless, gruseliger Halloween-Spaß für die ganze Familie, und nicht Mr. Halloween bin. Sehen Sie sich selbst als gruselig an? Ich sehe mich selbst als jemand, der Überraschung und Aufregung bringt. Wenn Sie sich fürchten, bedeutet das, dass ich gute Arbeit leiste. Obwohl es, in letzter Zeit schwieriger geworden ist. Der Doktor ist eine Ein-Mann-Firma und sie merkt nicht, oder merkte es nicht, wie viele Kinder heutzutage eine Brille tragen und immer, wenn ich ein solches Jahr mit Kameras und so weiter durchlebe, ist der Effekt ziemlich ruiniert. Ich meine, ja, ich bin immer noch der gruselige Mr. Headless, ein gruseliger Halloween-Spaß für die ganze Familie, aber es scheint den Leuten nicht so viel Spaß zu machen, wenn sie nicht mit mir kopflos sein können.
Können Sie uns erzählen, was Sie damals getan haben, als wir Sie in Wisconsin fanden? An dem Ort, an dem Sie mich gefunden haben? Nun, ich habe dort ein paar Jahre mit dieser Familie verbracht. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt waren es aufeinanderfolgende Jahre, aber das könnte ich nicht beschwören. Ich weiß, dass einige von Ihnen ganz sicher Jahre waren, in denen ich vorher nicht gelebt hatte. Sie wissen ja, wie das erste Jahr sich immer seltsam anfühlt, nicht wahr? Meistens fühlten sie sich so an. Wie auch immer. Die Familie, bei der ich war, hielt mich meistens auf dem Dachboden, der... Naja, es war ruhig. Ich erinnere mich, dass ich manchmal Geräusche von unten hören konnte, wenn sie laut genug waren, aber meistens war es still. Ich war ziemlich an den Geruch gewöhnt. Es gab Schimmel und Staub und altes Papier. Und wissen Sie, wie Metallrohre riechen, wenn sie heiß werden? Es war so ähnlich. Sie brachten mich für Halloween nach unten und setzten mich danach wieder auf den Dachboden. Und an einem Halloween holten sie mich dann nicht ab. Also kam ich in dem Jahr nicht nach unten. Ich weiß, dass dieses Jahr definitiv ein neues Jahr war. Im Jahr danach holten sie mich auch nicht mehr ab. Und auch nicht im Jahr danach. Und da fing ich an, mir Sorgen um sie zu machen. Also ging ich nach unten und konnte niemanden finden. Ich fühlte, dass die ganzen Möbel und Sachen auch alle weg waren. Vielleicht sind sie umgezogen und haben mich vergessen? Und das hat dich dazu bewegt, durch die Straßen zu laufen? Ja, ich habe ein paar Wochen gewartet und dann hat jemand die Tür zur Veranda geöffnet, wo normalerweise die Süßigkeitenschale steht. Und sie kamen herein. Ich habe ihre Stimmen nicht erkannt, aber ein Publikum ist ein Publikum, oder? Also ging ich vom Dachboden zurück nach unten und sie, nun ja, sie flippten irgendwie aus, denke ich. Ich meine, ich bin es gewohnt, Leute schreien zu hören, aber nicht so. Einer von ihnen hatte ein, wie nennt man das, ein Metallding. Man hält es in der Hand und es macht eine Art Knallgeräusch und es riecht ganz chemisch. Und damit werden Leute verletzt? Eine Pistole? Ja, genau. Einer von ihnen hatte eine Pistole, was ich erst herausfand, als ich auf sie zuging und versuchte, ihr Gesicht zu ertasten, was zugegebenermaßen nicht die beste Idee war, aber naja, ich war irgendwie einsam, um ehrlich zu sein, und ich dachte, sie könnten vielleicht Leute aus der Familie sein, wissen Sie? Ich meine, ja, ich hätte zuerst fragen sollen, aber ich war einsam und ich war aufgeregt, dass da jemand war und ich dachte, es wäre vielleicht jemand, den ich kenne. Aber so war es nicht. Und dann war da all das Geschrei und die Geräusche der Waffe. Und das war böses Geschrei. Überhaupt nicht die lustige Art, das kann ich Ihnen sagen. Und dann lag einer von ihnen auf dem Boden und roch komisch. Das bedeutet, er war tot. Richtig? Einer von ihnen war tot und die anderen liefen weg. Aber sie ließen die Haustür offen, also beschloss ich, dass das ein guter Zeitpunkt war, nach draußen zu gehen. Dann ging ich also durch die Straßen und um mich herum sind überall Autos, die hupen und hupen und all diese krachenden Geräusche machen, bei denen Glas zerbricht. Und es gab eine Menge Leute, die schrien und das ist wieder das böse Geschrei. Aber dann erinnerte ich mich daran, dass es normalerweise einen Park in der Nähe des Hauses gibt. Und ich hoffte, dass ich, wenn ich dorthin ginge, mit Büschen und Dingen, in denen ich mich verstecken konnte, wenigstens keinen Ärger bekommen würde. So schaffte ich es also dorthin. Und ich erinnere mich, dass ich dachte, wenn ich zu Dr. Wondertainment zurückkäme, könnte sie vielleicht die Dinge in Ordnung bringen, dem Mann aus dem Haus helfen, nicht tot zu sein, herauszufinden, was schiefgelaufen ist, wohin die Familie gegangen ist, oder jemanden Neues finden, der mich braucht. Und, das ist so ziemlich der Zeitpunkt, als ihr mich gefunden habt. Sie hat sie nicht geschickt, oder? Ah, nein. Wir haben einige Polizeiberichte abgefangen. Oh. Sagen Sie mir, warum sind Sie nicht zurück ins Haus gegangen? Zurück auf den Dachboden? Das ist mir irgendwie peinlich. Irgendwie, als ich auf der Straße war mit all den Autos, da... bin ich ein bisschen durchgedreht. Ich habe die Orientierung verloren. Ich bin es nicht gewohnt, an Orten zu sein, die größer sind als ein Haus oder ein Garten. Ich hätte das Haus
wahrscheinlich wiederfinden können, wenn da nicht so viele schreiende Menschen und ineinander krachende Autos gewesen wären. Aber nun ja, ich fing auch an, in Panik zu geraten. Also ging ich einfach zu dem Ort, der sich anhörte, als gäbe es keine anderen Gebäude dort. Ah, ich verstehe. Und warum haben Sie nicht versucht, schon früher zu fliehen? Nun, die Vordertür war davor noch nicht offen. Nein, ich meine, warum haben Sie so lange gewartet, bevor Sie überhaupt nach unten gingen? Bevor Sie sich entschieden, dass vielleicht etwas doch nicht stimmte, weil Sie so lange allein auf dem Dachboden waren? Oh, nun, ich schätze, es hat mich nicht wirklich interessiert. Ich habe nur nachgedacht. Der Dachboden war wirklich ruhig. Und der Geruch war nicht allzu schlimm. Das machte es leicht nachzudenken. Das ist etwas, was ich sehr oft tue, wissen Sie? Während ich warte. Sonst habe ich nicht viel zu tun. Worüber denken Sie nach? Nur Dinge. Sie wissen schon. Dinge im Allgemeinen. Die Welt, wie sie sein könnte, wie es ist, ich zu sein. Nichts Besonderes, schätze ich. Aber für 3 Jahre? Ja? Wieso? Protokoll Ende. Anhang 2287-1. SCP-2287 konnte auf Anfrage folgendes Dokument vorlegen. Wow! Sie haben soeben Ihre ganz persönlichen Little Mister gefunden. Eine limitierte Kollektion von Dr. Wondertainment. Finde sie alle und werde Mr. Collector. Erstens Mr. Chameleon. Zweitens Mr. Headless. Drittens Mr. Love. Viertens Mr. Forgetful. Fünftens Mr. Shapy. Sechstens Mr. Soap. Siebtens Mr. Hungry. Achtens Mr. Brass. Neuntens Mr. Hot. Zehntens Miss Sweetie. Elftens Mr. Life and Mr. Death. Zwölftens Mr. Fish. 13 Mr. Moon. 14 Mr. Red. 15 Mr. Money. 16 Mr. Lust. 17. 18 Mr. Mad. 19 Mr. Scary. 20 Mr. Stripes. Persönliche Auswertung. Hallo, ihr Verrückten. Und herzlich willkommen zu einem weiteren Halloween-Special. Ja, das geht noch den ganzen Oktober so, dass wir uns SCPs angucken aus dem Halloween-Bereich. Und im Dezember gibt es wieder einen Adventskalender, so wie jedes Jahr. Da haben wir aber schon alle SCP-Akten, die mit Weihnachten zu tun haben, abgegrast. Da werden es dann SCP-Tales. Das ist vielleicht auch mal interessant für Leute, die sonst keine SCP-Akten hören. Gut, jetzt haben wir aber hier eine Akte über tatsächlich einen der Little Misters, über die ich letzte Woche schon gesprochen habe. Das ist eine Serie aus der Dr. Wondertainment Produktionsreihe. Das sind humanoide Wesen, die, ich würde nicht sagen Superkraft haben, aber sie haben eine besondere Eigenschaft auf jeden Fall. Und dazu gab es schon mal ein Special von mir und dem Archivar. Wir haben sämtliche Little Misters, das sind auch diese Tales, haben wir vertont und haben 2 Compilation daraus gemacht. Eine findet ihr auf meinem Kanal, die andere auf dem Kanal vom Archivar. Und wir haben uns immer abgewechselt. Jeder liest immer eine Tale vor und ja, das war, ist eigentlich ganz interessant. Ich werde euch das verlinken. Und ich werde heute die Auswertung einfach so machen, indem ich die Tale von Mr. Headless hier einfach abspiele. Und wie gesagt, wenn ihr von den anderen Little Misters was hören wollt, dann sehr gerne klickt einfach unten aufs Video. Dann könnt ihr die anderen anhören. Mr. Headless. Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße! Mein Name ist Jeremy Adams und ich bin 22 Jahre alt und werde von einem Monster gejagt. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich weiß nicht, wie das möglich sein kann oder was ich jetzt tun soll. Das Ding hört nicht auf. Ich renne seit, oh Gott, gerade mal 15 Minuten. Fühlt sich länger an. Ich bin erschöpft und es wird nicht aufhören. Ich habe gar nichts falsch gemacht. Ich sah nur diesen Typen in der U-Bahn.
Es ist Nacht und wir waren die einzigen Passagiere im Waggon. Er sah merkwürdig aus, ein bisschen gräulich mit glasigen Augen. Was seltsam war, denn nach seinen Händen hätte ich ihn für schwarz oder einen Indianer oder so gehalten. Wir sind an derselben Haltestelle ausgestiegen und ich schätze mal, ich war etwas unachtsam, denn ich habe ihn angerempelt und sein Kopf ist abgefallen. Ich meine, sowas passiert doch nicht. Und dann ist er aufgestanden und hat mich gejagt. Das kann gar nicht passieren. Wie kann es mir überhaupt folgen? Es hat ja keine Augen. Schon wieder eine verschlossene Tür. Nein! Hat denn niemand heute Nacht seine Tür aufgelassen? Bitte, ich muss doch nur diesem Ding entkommen. Und da ist es. Wie konnte es hinter mich gelangen? Scheiße, Mülleimer! Ich schnappe mir einen und schleudere ihm das Ding genau vor die Brust und es taumelt zurück und bricht zusammen. Und ich renne los, bevor es sich wieder erheben kann. Danke, Adrenalin. Wie kann diese Straße eine Sackgasse sein? Das darf nicht sein, ich muss entkommen. Das ist nicht fair. Wände, verdammt. Zu hoch und glatt. Und es hat mich gefunden. Gibt's hier irgendetwas? Nein, ich kann nicht kämpfen. Aber versuche es zu schlagen. Und es ist stark. Und das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und ist das eine Klinge? Und... Viel besser. Konnte mit dem alten gegen Ende kaum noch hören. Aber der hier ist gut. Jung, gesund. Sollte mich über ein paar Wochen bringen. Farbenblind, aber man kann schließlich nicht alles haben. Und mal schauen. Ah, auch ziemlich klug. Ich hoffe, an diesen hier zu kommen, hat mich nicht zu weit vom Weg abgebracht. Mr. Red, ich komme zu Ihnen. Und ich kann es kaum erwarten, herauszufinden, welche wundervollen Dinge ich mit Ihrem Kopf denken kann.